Es gibt keine einfachen Antworten. Sparen wollen alle, aber wo, ohne dass es die Falschen trifft? Gespart wird zum Beispiel bei Schwangeren, die ihr Kind verlieren. Statt dass die Krankenkasse alles zahlt, wie bei einer Schwangerschaft üblich, müssen diese Frauen nach einer Fehlgeburt ihre Behandlungskosten selber zahlen. Den Donnerstag diskutiert der Nationalrat darüber und Karin Gfrürer zeigt uns, um was es geht. Für Carla Fessler ist die Gesetzgebung einfach nicht fair. Ich fühle mich ungerecht behandelt, weil allen, die ein gesundes Kind am Schluss haben, wird es gezahlt, die ersten 3 Monate. Und mir, ich, die eine Fehlgeburt hatte, ich darf alles selber zahlen. Seit Anfang Jahr wollen die Sekundarschullehrerin und ihr Ehemann Eltern werden. Über Schwangerschaften im Freundeskreis freute sich Carla Fessler stets. Eine Woche nach Ostern hatte ich selber einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand. Wir waren beide mega glücklich. Und dann sofort den Frauenarzt angerufen, den ersten Termin abgemacht, Ende 7. Woche, Anfang 8. Dann sind wir an dem Mittwochnachmittag auch zum Frauenarzt und haben uns mega gefreut, bis er uns leider verkündet hat, dass das Baby in mir schon nicht mehr lebt. Ja, es war ein Schock für beide. Ich war auch froh, dass mein Mann dabei war und hat mich unterstützt. Und dann sind wir zuerst einfach mal heim. Der Frauenarzt hat noch gesagt, dass es die Möglichkeit gibt, dass man Medikamente nimmt, dass das tote Baby rauskommt. Doch mit den Tabletten klappte dies trotz Wehen und Blutungen nicht. Und dann am Mittwoch hatte ich einen Kontrolltermin. Und wie ich es ein bisschen gespürt oder vermutet habe, war leider nicht alles draussen. Darum musste ich dann an diesem Mittwochabend noch in den Notfall, wo mich mein Frauenarzt operiert hat, wo er eine Curettage gemacht hat. Wenige Wochen später folgte der zweite Schock. Eine Rechnung über 1.400 Franken. Wegen einer hohen Franchise und dem Selbstbehalt muss Carla Fessler alles selber bezahlen. Für mich ist ein Welt zusammengebrochen. Es ist mir sonst schon nicht gut gegangen. Man sieht überall nur noch alle Kinder, alle Frauen mit Kinderwagen. Und am Schluss kann ich selber die 1.400 Franken von der Curettage, geschweige denn alle Laborwerte, selber zahlen. Bei Schwangerschaft sieht das Krankenversicherungsgesetz besondere Leistungen vor, für die Versicherer keine Franchise oder Kostenbeteiligung verlangen dürfen. Dazu gehören zum Beispiel Kontrolluntersuchungen, Geburt- und Stillberatungen. Doch schwanger ist im Gesetz nicht gleich schwanger. Während Frauen ab der 13. Schwangerschaftswoche von allen Kosten befreit sind, wird bis zur 13. Woche die Kostenbeteiligung nur erlassen, wenn alles gut läuft. Wer vor der 13. Schwangerschaftswoche eine Fehlgeburt oder Komplikationen erleidet, muss wegen Franchise und Selbstbehalt Rechnungen bis zu 3.200 Franken pro Jahr selbst bezahlen. Das kritisiert Irene Kählin, Nationalrätin der Grünen, schon seit Jahren. Faktisch ist sie eine riesige Diskriminierung für all die, die Schwangerschaft nicht erfolgreich beenden und ihr Kind vor dem zweiten Trimester verlieren. Das ist im ersten Trimester, wo wir heute als Gesetzgeber davon ausgehen, dass Schwangerschaft eine Krankheit ist. Und das widerspricht logischerweise total am Gefühl dieser Frauen. Und ist gerade, wenn man nachher das Leid von einer Fehlgeburt verarbeiten muss, wenn man nachher eine Rechnung obendrauf bekommt, einfach eine doppelte Diskriminierung. Vor 4 Jahren reichte Irene Kählin deshalb eine Motion im Nationalrat ein. Bekämpft wird die Vorlage von SVP-Nationalrätin Therese Schläpfer. Sie kritisiert die damit verbundenen Kosten. Jetzt müssen wir einfach sehen, es jammern alle Leute fangen wegen diesen hohen Krankenkassenprämien. Und jedes Detail, das man reinnimmt, wo man den Leistungskatalog erweitert, das tut die Kosten in die Höhe treiben, folglich auch Prämien. Krankenkassenprämie. Und dass die Schwangeren ungleich behandelt werden, wenn es gut läuft, wenn sie nichts zahlen, wenn sie Fehlgeburten haben, wenn sie zahlen, stört sie nicht?
es ist allgemein im Leben so, also ein gewisser Teil der Leute kommen in den Rast rein und die anderen kommen nicht rein. Und eine Schwangerschaft ist in der Regel etwas, wo man sich darauf vorbereiten kann, wo man halt auch das eine und das andere in Kauf nimmt, schon zum Vornherein. Und ich denke, das kann jede Frau sicher zusammen mit dem Partner stemmen, so eine Untersuchung. Mit 17 Millionen Franken Mehrkosten rechnet der Bund für die Ausweitung der Kostenbefreiung auf alle Schwangeren im ersten Drittel. Ich glaube, es geht viel, viel weniger ums Finanzielle und viel, viel mehr ums gesellschaftliche Tabu, das gelöst wird. Und dass sich momentan die Versicherer auch nicht mehr so wehren, ist auch ein Zeichen, dass es für sie nicht die kostentreibenden Folgen wird haben, die manchmal befürchtet werden oder früher vorgeschoben worden sind. Die Fehlgeburt kommt Carla Fessler teuer zu stehen. Zusammen mit den nachträglichen Untersuchungen muss sie rund 2'000 Franken selber bezahlen. Ich finde es gemein und ich verstehe auch nicht, dass es eine Krankheit sein bis zur 13. Woche. Es ist ein Lebewesen und ja, wir haben uns gewünscht, wir haben uns wirklich darauf vorbereitet. Ich verstehe nicht, wieso ich das selber zahlen soll, wenn ich nichts dafür kann, dass das Kind gestorben ist.